Der Nationalrat ist endgültig in der Hofburg gelandet. Präsidentin Doris Bures eröffnete am Mittwochvormittag die erste Sitzung der Parlamentsabgeordneten im Ausweichquartier im großen Redoutensaal und sprach dabei von einer Zäsur. Erstmals überhaupt seit der Republiksgründung im Jahr 1918 tagt der Nationalrat außerhalb des Parlamentsgebäudes am Ring. Um die notwendig gewordene Renovierung des 130 Jahre alten historischen Parlamentsgebäudes zu ermöglichen und es für nächste Generationen zu erhalten, haben wir und werden wir ab heute in diesem großen Redoutensaal unsere Sitzungen abhalten und hier in der Hofburg tagen. 3 Jahre wird der Redoutensaal als Ausweichquartier dienen. Bures sprach von einem historischen Ort, haben hier doch Jimmy Carter und Leonid Brezhnev den berühmten Abrüstungsvertrag Sol II unterzeichnet. Ursprünglich war der Saal jedoch der leichteren Muse gewidmet. Zunächst diente er als Tanzsaal, später als Aufführungsort für Opern. Im Hinblick auf die bevorstehende Nationalratswahl mahnte Bures zu einem respektvollen Umgang miteinander im Hohen Haus. In den kommenden 25 Tagen, eben bis zur Nationalratswahl, sollten wir auch nicht aus den Augen verlieren, dass es auch das Wesen der Demokratie